Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ein kleines Report with me für dich. Und zwar, ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pflanzen mitgebracht, die wir jetzt gemeinsam umtopfen werden. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das heißt, ich habe hier vielleicht zuerst einen kleinen, unseren kleinen Knubbel. Oder unseren kleinen, ja, Knubbel oder Kaffee oder wie wir es uns jetzt, wie wir den jetzt getauft haben. So ist das hier so eine richtig fette Knolle. Und ich würde sagen, ich topf mal um und wir quatschen halt einfach ein bisschen zusammen. Das heißt, mach's dir gemütlich, hol dir was zu trinken, mach dir einen Kaffee, mach dir was zu essen und dann quatschen wir einfach mal eine Runde gemeinsam. Ne? Während ich jetzt hier umtopfe und alles suche, erzähle ich dir mal, was so los ist bei mir. Und zwar, ich habe, glaube ich, die ganzen, ich hatte ja bei mir so ein paar, drei, vier Avocado-Bäume. Ich hatte, genau. Und ich habe die, glaube ich, alle weggeschmissen. Und so sieht ja nichts. Ich habe die, glaube ich, alle weggeschmissen. Denn immer, wenn ich halt in den Raum gekommen bin, das Erste, was ich wirklich immer gesehen habe, waren diese halb trockenen, halb ange. Also da war halt wirklich nichts mehr. Da war halt nur Stängel und vielleicht ein so ein verkrümeltes Blatt, was halt auch schon so aussah, als wenn es irgendwie schon gestorben ist oder irgendwelche Nährstoffe gefehlt haben. Und ich fand das so deprimierend, dass ich dann halt einfach gesagt habe, nee, ich schmeiß die jetzt halt irgendwie alle weg. Das waren, glaube ich, drei, vier Stück. Deswegen habe ich jetzt ein paar Töpfe übrig. Und da halt auch schon ein paar Pflanzen fertig sind in meiner Wachstumsbox, dachte ich so, der perfekte Moment. Genau. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Schlecker rein. Das heißt, es könnte ein bisschen laut werden, aber ansonsten sieht die Pflanze ja eigentlich ganz gut aus. Ne? Die Wurzeln sind eigentlich ganz okay. Der Knubbel sieht halt auch ganz gut aus. Hier unten haben wir noch so ein bisschen Kallus, dieses weiße Zeug hier. Ne? Das da zum Beispiel. Das heißt, da könnte eventuell irgendwo oder irgendwann mal eine Wurzel entstehen, könnte, muss aber nicht. Ansonsten sieht das hier eigentlich ganz gut aus. Die Blätter sind doch ganz in Ordnung. Und zwar ist das eine, ein Philodendron Vacevici. So, die erste Pflanze ist auch schon eingepflanzt. Jetzt kommt das berühmte Schütteln. Fertig ist er. Ich habe sie jetzt halt auch ein bisschen tiefer eingepflanzt, sodass dieser Knubbel genau im Topf ist. Genau. Also ich habe die ganzen Avocado-Bäume halt einfach weggeschmissen. Denn klar, man sagt irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich finde das irgendwie immer so traurig. Du kommst in den Raum, die ganzen Pflanzen sollen irgendwie halbwegs schön aussehen oder irgendwas anderes und dann lächeln dich da halt irgendwie diese vier dünnen Stängel da an. Weiß ich nicht. Avocados sind es dann halt irgendwie nicht für mich. Genau, das war so der erste Streich. Ich habe überlegt, ob ich habe ja drei, fünf Thai Constellation, glaube ich. Ich glaube, drei große, die stehen ja hinter mir. Eine kleine Thai Constellation mit einer sehr guten Mischung aus Weiß- und Grünanteil. Ich bin da halt eher so der mehr Grün- als Weiß-Typ. Und dann habe ich halt eine Thai Constellation, die ist wirklich 90% Weiß. Das war übrigens auch die Thai Constellation, wo ich mein erstes weißes Blatt hatte. Das hattet ihr vielleicht ja auch in dem einen Video gesehen. Ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Ne? Du hast da so ein schönes, großes, so ein schönes, großes Blatt und 90% sind halt einfach weiß. Das heißt, ich, auch wenn es schon rauskommt, dann gucke ich mir das vielleicht 1 bis 2 Tage an und dann schneide ich halt echt. Das hier ist vielleicht so das einzigste Grün, was halt übrig bleibt. So, ne? Und ich schneide dann halt schon wissentlich diese 90% Weißanteil, schneide ich halt einfach schon vorher ab, weil ich halt weiß, okay. Ob ich die jetzt mir noch eine Woche angucke und dass sich so langsam zu dem Grünanteil hinbraunt oder ob ich das jetzt halt einfach mit einer Schere ganz rigoros abschneide,
Ne, dann, ne, deswegen bin ich halt so, ah, die Wurzeln sind schlecht, das heißt, die Pflanze hat eine schlechte, ich würde jetzt mal sagen, eine schlechte DNA, weil das kommt ausgerechnet von der einen Teil-Constellation oder von den zweien, die bis jetzt auch schon schlechte Wurzeln haben. Und ich habe da ausgerechnet so das Stammstück erwischt, was jetzt wirklich zu 90% immer weiß rauspupst, oder die Blätter zumindest. Und ich finde, die Pflanze sieht so übertrieben traurig aus. Ich habe wirklich ein großes grünes Blatt, das ist das älteste Blatt. Wenn das nicht wäre, dann wäre die ganze Pflanze schon im Arsch. Und von daher weiß ich nicht, was ich mit der Pflanze machen soll. Denn ich gucke die Pflanze an und ich finde, sie macht traurig. Ja? Oder sie macht mich zumindest traurig. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, was ich mit der machen soll. Wenn du da einen Vorschlag hast, dann sag mir das gerne. Also bis jetzt, die steht auch irgendwo unten. Ich habe ja diese IKEA-Regale und die steht halt irgendwo auf der untersten Ebene und das stört mich nicht, weil ich sehe sie auch nicht so wirklich und ich muss sie zwar immer alle 14 Tage anfassen und Wasser wechseln, sehe, okay, jetzt wieder mehr braun oder noch ein weißes Blatt. Und wenn du da einen Tipp hast, dann kannst du es mir halt gerne verraten. Genau. Aber das ist halt zum Beispiel eine so eine Pflanze, die mich auf Dauer nicht glücklich macht und die ich halt mit der irgendwas passieren muss. Genau. Einen Kaffee habe ich jetzt hier noch. Und zwar, ich hatte damals, hatte ich alle Kaffees, glaube ich, in diesem Topf oder in dem länglichen Lechuza-Topf. Ne, in so einem ganz länglichen. Da hatte ich nicht genug Töpfe. Jetzt habe ich aber einen Topf. Und deswegen kriegt der jetzt hier auch theoretisch auch einen großen Topf, so wie alle anderen auch. Das heißt, das hier kommt wieder raus. Hab das zum Glück gerade noch rechtzeitig aus dem Topf gekriegt. Da, guck mal, das sieht aber schon echt ein bisschen cool aus, oder? Wie diese. Okay, warte mal, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich brauche jetzt einen Topf hier. Oh, sieht echt cool aus. Oh, so schöne weiße Wurzeln. Oh, muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Oh, sieht echt cool aus. Oder? Geil. In der Kamera sieht das irgendwie so aus, als wenn es irgendwie was zu essen wäre. Nudeln mit Fleischbällchen. Okay, deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie genug habe, dann kriegt die Pflanze jetzt hier einen vernünftigen Topf, weil wir machen hier aber zumindest die untersten Blätter ab. Genau, so wie halt alle meine anderen Kaffeepflanzen auch, als wenn ich so viele hätte. Nein, ich habe nur zwei andere. Und Borke, ich habe Borke gefunden. okay, anyway. Ja, kommt das auch wirklich Borke hier? Das platzt ja alles vom Baum ab. Ah, guck mal, hier so ein Stück Rinde. Okay. Genau. Das war so der andere Streich, die anderen Kaffeepflanzen geht es eigentlich ganz gut. Und ich bin am 21.09., 4 Tage vor meinem Geburtstag. Ich habe am 25.09. Geburtstag, falls ihr mir irgendwas schenken wollt. nein, am 21.09. ist die Pflanzenmesse in Hamm. Und ich bin da. So wie gefühlt 4.000 andere Leute auch in dem kleinen Raum. Am 21.09. bin ich in Hamm. Das heißt, wenn ihr irgendwas wollt oder irgendwie sowas, ich bin da. Ich schleiche da irgendwie so ganz allmählich über die Messe, mache vielleicht ein paar Fotos für euch oder ein paar Aufnahmen, wie wir da in Tippelschritten über die Messe laufen. Ich muss mich aber ein bisschen zurückhalten, was Pflanzen kaufen angeht. Ne? Gerade bei der Auktion bei Aquagenera war es halt schon ein bisschen teuer. Ein bisschen vielleicht. Da waren vielleicht zu viele hübsche Pflanzen bei. Deswegen muss ich mich da ein bisschen zusammenhalten.
Genau, ich fülle hier mal wieder ein bisschen Lecker rein und wir sehen uns gleich wieder. So, Erde ist drin oder Schleckersteine sind drin. Jetzt kommt das berüchtigte Schütteln. So, alles ist drin. Alles sieht gut aus. Jetzt kommt die Pflanze in meinen kleinen Topf. Na, guck mal, so sieht es jetzt halt aus. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit den Blättern hier oben machen soll, weil die halt wirklich so sehr auf dem Substrat aufliegen. Und ich hoffe mal, dass das okay ist. Jetzt freut sich der Kaffeebaum. Ja, wenn man schon keine Avocado haben kann, ne, dann hat man jetzt wenigstens Kaffee, den man nicht trinkt. Das wäre halt wirklich schon cooler. Also auf zwei Sachen freue ich mich irgendwie am meisten. Und zwar, das ist zum einen, wenn der Kaffeebaum halt irgendwann, ich habe mich ja schon mal informiert, ich glaube, dass die Pflanze braucht irgendwie ein paar Jahre, bevor sie wirklich blüht oder bevor da Kaffee rauskommt, wenn man halt zum ersten Mal Kaffee erntet. Na, das wäre ja schon mal was, oder? So zu Hause. Mit so einem nicht selbst gezogen, aber mit einem kleinen Kaffeebaum, da irgendwie Kaffee zu ernten, das wäre schon geil, ne? Und die zweite Sache ist Avocado. Ich habe ja eine kleine Avocado bei mir in Semi-Hydro, auch in dem gleichen Topf. Und wenn die irgendwann mal anfängt zu blühen, das wäre wirklich cool, weil das ist so mit meinem Apfelbaum, aka der eigentlich im Körper einer Zitrone gefangen ist. Also mein Zitronenbaum, der liegt mir halt auch sehr am Herzen. Genau, weil man das halt so von klein auf angezogen hat. So, ne? Ah, einen Kaffee hat halt nicht jeder in Semi-Hydro, eine Ananas schon gar nicht. Wenn man dann halt so einen kleinen Samen hat und man hat den dann halt vielleicht so in Papier eingewickelt und der kommt dann halt wirklich und da hat man dann mehr Emotionen dran als jetzt, ich kaufe mir jetzt halt irgendwas und das steht dann da. Ne? Genau, zweite Pflanze ist fertig. Ich kriege so langsam Platzprobleme. Räumen wir mal ein bisschen auf. Nur am 21.09. ist haben, ich auch. Ich bin da. Das heißt, wenn ihr halt irgendwas von mir wollt. Nee, ach, schade, jetzt steht es halt mitten in der Kamera. Dann stellen wir es jetzt halt hier hin. Wenn ihr halt irgendwas von mir wollt, dann sagt mir das, falls wir uns halt irgendwo treffen wollen oder irgendwie so irgendwas machen wollen, keine Ahnung. Genau, die zweite Sache war, ich hatte ja ein, oder ich habe ja ein IKEA-Regal, wo ich so ein paar Pflanzen angebunden habe. Ne? Ich blende euch jetzt hier bestimmt so einen schicken Short ein oder so. Da habe ich ja früher immer meine kleinen Shorties vorgemacht. Und oder zumindest Weihnachten, glaube ich, habe ich so ein paar schicke Aufnahmen gemacht mit meinen Stormtroopern und mit so ein paar Lichtern dran, mit so Weihnachtslichtern. Das fand ich richtig cool. Ich habe jetzt die ganzen drei Rankepflanzen waren da dran. Auf jeder Ebene stand sozusagen ein Topf drauf. Ich habe die jetzt gerade alle abgemacht. Das heißt, bestimmt vorher, nachher. Wenn ich jetzt hier bestimmt jetzt halt auch ein paar Bilder ein. Warum habe ich das gemacht? Wie kannst du nur? Und zwar, ich hatte auf jedem Blatt hatte ich bestimmt, also nicht diese Pflanzhennen haben wirklich jeden Tag so um die 3 bis 5 Blätter verloren. Das heißt, es war halt irgendwann nicht mehr schön. Ich habe halt wirklich sehr viele Blätter verloren. Die Pflanzen von der Erde her oder von den Wurzeln her waren sie halt eigentlich okay. Aber das sah irgendwie nicht mehr schön aus. Also ich hatte so die Vermutung, dass die Pflanze so langsam am Ende oder so eine gewisse Länge erreicht hatte, wo halt einfach nicht mehr ging. Das heißt, das waren wirklich ohne Witz, meterweise von Pflanzen. Gerade oben, ich habe die dann halt irgendwie immer ein- bis zweimal in der Woche habe ich die neuen Triebe dann halt irgendwie immer in diese Rillen gebunden. Und es war so viel Pflanze, was halt in drei Töpfen stand. Ich habe ja dann halt so noch diese kleinen Wasserbehälter da halt angemacht. Aber trotzdem, mir ist halt aufgefallen, dass die nicht genug Wasser und Nährstoffe gekriegt hat. Und dass sie deswegen
so ein bisschen Probleme hatte, sich selber zu versorgen, dass sie so ein bisschen am Ende ihrer natürlichen Länge war. Ja? Und genau, deswegen habe ich sie halt abgemacht. Außerdem war die Pflanze Tripse. Was war das für ein Satz? Hatte die Pflanze sehr viele Tripse. Und ich bin halt nicht an die Blätter rangekommen. Klar, ich habe da halt immer mal was raufgesprüht. Alle möglichen Mittel, auch diese Chemiekeule, die ich ja halt auch in dem Video erwähnt hatte. Aber ich bin halt nicht an die Blätter rangekommen. Ne? Das heißt, ich hatte die zwar von unten, von oben, aber manchmal stehen ja die Blätter halt irgendwie so verkreuzt und ich habe die Tripse da auf dieser Pflanze nicht rausgekriegt. Das heißt, das ging dann halt irgendwann so weit, dass die Pflanze oder dass diese Tripse halt auf diese ganzen anderen Pflanzen rübergesprungen sind. Und da hat es dann halt für mich persönlich ein bisschen aufgehört. Deswegen habe ich jetzt gesagt, so, nee, ich mach jetzt die ganzen Pflanzen halt ab. Die liegen jetzt halt wirklich im Müll. Denn ich habe wirklich noch so viele Pflanzen und Ableger davon, dass ich die jetzt halt wirklich effektiv alle weggeschmissen habe. Fand ich jetzt ein bisschen schade im Nachhinein, aber ich glaube halt nicht, dass irgendwer irgendwie zig Meter von Epipremnum haben will, wo irgendwie wo ein paar Tripse drauf sind. Ich glaube, das will halt einfach keiner. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Ich würde es aber nochmal machen, weil das sah richtig gut aus, so dieses vollgewucherte Regal. Aber wenn du halt einmal irgendwelche Viecher auf diesen wankelnden Pflanzen hast und gerade du hast diese Pflanze fest an dem Regal festgebunden, dann kriegst du die nie wieder ab. Dann hast du halt echt verkackt. Und du hast halt wirklich Pech gehabt währenddessen, ne? Und deswegen fand ich das halt nicht schön. Ich habe es jetzt abgemacht. Deswegen habe ich jetzt sehr viel mehr Platz als vorher. Und ich dachte, okay, wir topfen jetzt halt einfach schnell was um und quatschen dabei ein bisschen. Genau. Eine andere Pflanze, eine andere Sache war, ich habe auch währenddessen meine kleinen Wachstumsboxen sauber gemacht. Und eine Box, ich sag's mal so, hätte ich noch ein bisschen länger gewartet, hätte die Box mit mir geredet. Genau, so ungefähr. Erstaunlicherweise war das halt der Topf mit den Alokasien drin. Das heißt, das hier sind die kleinen Ableger von, sehe ich das auf dem Video? Ich glaube, irgendwo hier müsste, glaube ich. Nein, das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Ne? Irgendwo hier müsste die Hauptpflanze der Alocasia venti oder vanii, ich kann mir den Namen nie merken, stehen. Das ist genau die Pflanze hier in groß. Da hatte ich mal ein paar Ableger oder mal ein paar dieser Körner da gesammelt und habe die halt einfach in meine Box geschmissen. Das ist genau die hier. Ich glaube, ich habe da noch drei andere Stück von. Und das Wasser war so dreckig. War es halt wirklich. Und ich fand das so faszinierend, dass diese Pflanzen so gut gewachsen sind. Weißt du, okay, dieses eine Blatt, das ist ja ein bisschen zerfressen. Ich glaube, das war so ein bisschen irgendein Pilz oder so. Der hat sich dann so ein bisschen durch die Pflanze gefressen. Aber dass diese Wurzeln von diesen Alokasien in diesem Dreckswasser so gut aussehen, ich verstehe das nicht, ne? Du hast da das ranzigste, abgestandenste Wasser, was so seit mindestens einem Monat herum modert, ja? Und diese Pflanze wächst ohne Ende, ja? Das sind die weißesten Alokasia-Wurzeln, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe und auch die längsten, ja? Das modernste Wasser und diese Pflanze wächst, als gäbe es keinen Morgen mehr. Jetzt komme ich und sage: Schönes Wasser, pH-Wert, Nährstoffe, das Feinste vom Feinsten und diese Dinger gehen mir ein. Schnuckis, ich verstehe euch nicht. Vielleicht ist es zu gut für euch. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt hier eine Pflanze rausgenommen, die größte, glaube ich. Und weil ich ja diese Vanillin ist ja so die Pflanze, mit der ich eigentlich immer am meisten Glück habe, wenn es halt um. Wenn es irgendwie um wenn es irgendwie um Alokasien geht, dann bist du komisch gewachsen. Du bist echt. Genau, wenn es jetzt um Alokasien geht, dann ist das ja halt eigentlich immer die Pflanze, mit der ich am meisten Glück habe. Oder hoffe ich zumindest, weil es die einzigste Avocado, die einzigste Alokasie ist, die halt wirklich bei mir kommt.
Genau, deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich versuche das mal mit der. Wieder hier so ein kleiner Topf mit ein bisschen Lecker drin, denn ich weiß, dass wenn die Pflanze größer wird, sie hat auch wieder in Blähton. Oh, was rede ich denn gerade? Auch wieder in Blähton kommt. Und deswegen, genau, gucken wir jetzt halt einfach mal, was daraus wird. Sie ist ein bisschen schlecht gewachsen, aber so ist es jetzt. Vielleicht kann man sie ja jetzt ein bisschen auf diesem abstellen, auf diesem Wasserstandsanzeiger abstellen. Ja, so halb. Wenn wir dich jetzt hier rüberlegen. Ja, guck mal, so ungefähr so halb funktioniert das ja schon, ne? Genau. Fertig. Genau, und deswegen war das halt so verblüffend, ne? Dass wirklich, das Wasser war wirklich moderig, ja. Dass diese Pflanzen da drin halt gewachsen sind, so wie. Verstehe ich nicht. Okay, genau, das waren jetzt halt eigentlich schon so diese zwei Highlights, die ich hatte. Was haben wir jetzt hier noch? Genau, und mir ist halt aufgefallen, dass meine Wachstumsboxen extrem leer sind. Ich habe halt wirklich fast keine Pflanzen mehr in diesen Boxen stehen, weil ich sie dann halt entweder wirklich gestern einfach rigoros fast einfach weggeschmissen habe, ne? Also, wenn da jetzt halt irgendwelche Pflanzen drin waren, die ich da schon wirklich seit ungelogen fast 2 Jahren drin habe, dann habe ich die halt einfach, also es waren jetzt halt keine großen Pflanzen, sondern halt irgendwas, wie es halt aussieht, wenn man es irgendwie in der Wachstumsbox vergisst. Ne? Man hat da vielleicht einen kleinen Ableger geschnitten und hat es dann halt einfach effektiv vergessen und dann sind die Blätter irgendwie so kreuz und quer einfach mal durch die Box gewachsen. Und ich weiß jetzt halt schon, dass ich die Pflanze halt nie mehr aus dieser Box halt holen werde. Ne? Deswegen macht es halt auch keinen Sinn, jetzt diese Pflanze zu behalten, wenn man dann halt schon vorher weiß, dass es halt nichts wird. Ne? Weil die Pflanze halt nicht mehr so, mir nicht mehr so gefällt, als so wie vorher. Das war diese Pflanze mit diesem Flausch an den Blättern. Ich blende dir bestimmt hier oben den Namen ein. Ich bin so wahnsinnig schlecht mit Namen. Entschuldigung. Genau, deswegen waren da halt so ein, zwei Pflanzen dabei, die habe ich auch einfach vernichtet, um halt einfach mal ein bisschen Platz zu schaffen. Genau. Was mir halt auffällt, das ist mir halt auch gestern schon aufgefallen, das ist die einzigste Pflanze, obwohl die Wurzeln ja eigentlich wirklich gut aussehen, ne? Das ist die Pflanze, die ich auf der Messe bekommen habe oder mir ersteigert habe. Das ist diese Hanf, die Pflanze, die so ähnlich aussieht, so ein bisschen wie Hanf. Sie riecht echt. Ein bisschen moderig, aber das sieht halt eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt muss ich mit meiner halben Nase mal riechen. Meine Nase ist so wahnsinnig schlecht. Irgendwie riecht diese Pflanze moderig. Ich weiß aber nicht wieso, aber es sieht doch halt eigentlich alles ganz gut aus, oder? Was hast du dazu? Ja, so ein paar Spaghettis und dann hier oben. Gut, hier oben sieht es ein bisschen komisch aus, ne? Also halt im Vergleich, hier unten sieht es halt eigentlich alles schön weiß aus. Und dann hier oben sieht es so ein bisschen braun aus. Das finde ich aber okay. Also zumindest ist ja nichts dabei, was so irgendwie moderig aussieht. Aber irgendwie riecht die Pflanze echt ein bisschen komisch. Anyway, okay, wir pflanzen jetzt trotzdem ein. Die Sache ist halt nur die, was machen wir mit dem kleinen Blatt? Weil normalerweise würde ich die Pflanze dann wirklich bis hierhin einpflanzen. Und da ist das Blatt halt ein bisschen im Weg. Aber die Pflanze hat halt auch nur zwei, ne? Deswegen, weil sie halt hier auch gleich ein paar neue Wurzeln kriegt. Ich glaube, dass sie die Pflanze halt auch schon mal irgendwie ein bisschen abgeschnitten haben, ne? Ich glaube, hier unten sieht es halt zumindest halt so ein bisschen aus, als wenn sie die irgendwie abgeschnitten haben hier unten. Aber matschig ist das halt auch nicht, ne? Ne. Ja, vielleicht ist es auch nur meine Nase. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, Schlecker ist drin. Lass ihn mal so ein bisschen in der Mitte mal so ein bisschen freiräumen. Das berühmte, berüchtigte Benny schütteln. Fertig. Lass hier in der Mitte mal so ein bisschen frei, damit das Blatt sich da rausrollen kann. Hier der kleine, seht ihr das hier? Der kleine Stängel hier. Genau. Fertig ist er. Haben jetzt hier wieder eine Pflanze fertig. Zack.
So langsam wird es halt wirklich echt voll bei mir. Okay, warte mal, hier ist noch ein Platz. Nee, da können wir sie nicht hinstellen. Hier. Nehmen wir gleich die nächste Pflanze. Ich bin schon so wahnsinnig gefreut auf Hamm. Also dieses früh aufstehen und da 4 Stunden hinfahren, das freut mich jetzt halt eher nicht so sehr. Vor allem gerade, weil ich zu Hamm, glaube ich, eine halbe Stunde länger fahre. Was ist denn das hier? Konfetti. Weil ich zu Hamm, glaube ich, halt nochmal eine halbe Stunde länger fahre als zu Aqua Genera. Aber da mal so wieder ein bisschen durchlaufen oder für euch ein bisschen was einfangen. Krankheiten. Pokémon. Aber was man sich da halt so einfängt, ne? Ih, die Wurzel schimmelt. Na hier gab es so ein bisschen matschige Wurzeln hier. Das hier. Und hier irgendwas hier. Und ich schneide mal eben gerade die Wurzeln ab, ne? Genau, ich fange mir da mal auf der Messe mal ein paar Krankheiten und ein paar Pflanzen ein. Und berichte dann halt so wieder mal ein bisschen für euch. Genau. Aber das mit dem Pflanzenregal, das finde ich halt echt irgendwie ein bisschen schade, weil ich fand die Idee wirklich so gut und das sah echt richtig gut aus, dass man da jetzt halt echt so durchgreifen musste. Oh, was ich irgendwie auch am meisten hasse, sind so matschige Wurzeln, wenn die da so anfangen, so. Weil das sah halt wirklich so gut aus, gerade wenn man das ja halt zu Weihnachten noch ein bisschen beschmückt hat mit ein paar Kugeln oder mit ein bisschen was anderem, dann sah das halt irgendwie richtig gut aus. Aber jetzt da irgendwie so die ganzen anderen Pflanzen da jetzt irgendwie täglich irgendwie so mit Tripsemittel zu besprühen, weil die Tripse eigentlich auf der Hauptpflanze sitzen, das fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Ja, schade. Aber ich glaube, dass man sowas, wenn man weiß, dass man irgendwie Tripse hat, in der Wohnung sowas nicht machen kann. Oder man muss dann halt irgendwie die Pflanze wirklich einnebeln mit irgendwelchen Mitteln oder so. Genau, dann kriegt man es halt vielleicht hin. Oh, wie schön das Blatt hier so rumschlabbert. Okay, Fokus. Also, hier haben wir jetzt den einen Hybriden, den ich mir auf der von Harmony Plants gekauft habe. Und zwar sehen die Wurzeln eigentlich ganz cool aus. Das hier ist die Pflanze. Genau, die kriegt auch hier ein neues Blatt. Macht man eigentlich nicht, wenn die Pflanze ein neues Blatt kriegt, die Pflanze umzutopfen. Das hier ist das letzte Blatt. Das ist halt ausgerechnet noch ganz weit unten. Das ist hier. Und das würde ich halt eigentlich gerne abmachen. Ich würde die Pflanze eigentlich so gerne bis hierhin einpflanzen. Deswegen machen wir das jetzt hier ab. Zack. Genau. Jetzt haben wir hier auch wieder genug Platz und könnten die Pflanze richtig tief einpflanzen, damit die neuen Wurzeln halt auch lange halten. Vorsicht. Der dünne Lederlappen. Okay. Genau. Fand ich eigentlich richtig schade, dass das nicht geklappt hat mit dem Pflanzenregal. Aber naja, man lernt ja halt irgendwie immer dazu. Dass das jetzt irgendwie so steril aussieht, gefällt mir jetzt persönlich auch irgendwie ein bisschen nicht. Aber so, wenn es halt das ist, dann muss es ja halt letzten Endes so sein. Und wir haben, glaube ich, noch eine Pflanze haben wir, glaube ich, noch. Das ist jetzt ausgerechnet noch die größte. Wir sind bei 31 Minuten. Das heißt, ich topfe die mal eben mal wieder um und dann reden wir weiter. Da sind wir wieder. Mir ist ja zwischendurch ein bisschen der Blähton ausgegangen. Deswegen musste ich da halt erstmal ein bisschen vollfüllen. Und deswegen habe ich die Pflanze jetzt halt auch gleich schon vollgefüllt. Ne? Denn das war die Coati Coroguro. Coati, das bist du hier. Und du bist der unbenannte Hybride. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einen leeren Topf. Und steck dich jetzt hier rein. Und sag fertig. So, eine Pflanze haben wir noch. Und zwar bist ausgerechnet du das ganz hinten. Dafür brauche ich einen sehr großen Topf. Und zwar brauche ich euch beide. So, den leeren Topf, den brauche ich erstmal noch nicht. Nee. Seht ihr das? Nee. So, das hier ist ein 12-Liter-Eimer. Die davor waren 3,5 Liter. So, und das war die Longissimilobum, glaube ich. Ja.
Da ist sie. So, und hier muss jetzt auch irgendwo noch der. Warte. Such den kleinen. Den habe ich gesucht. Und zwar sehen die Wurzeln eigentlich auch ganz gut aus. Was mir halt aufgefallen ist, dass man diese Alokasia doch recht zügig umtopfen sollte, denn so viel verändert sich halt effektiv an den Wurzeln nicht. Und soweit sehen die Wurzeln halt eigentlich ganz gut aus. So sehen sie halt aus, die Wurzeln. Immer wieder faszinierend, so richtig schöne weiße Wurzeln gerade hier. Gerade die hier, das sieht echt aus wie so eine richtig lange Nudel. Ja, sehr schön. Und das hier ist es die, das hier ist, sind die Blätter. Genau. Und zwar topfen wir die jetzt halt auch wieder ein. So, wie machen wir das jetzt mit den Blättern? Und zwar, ich würde die Pflanze halt eigentlich gerne so bis hierhin einpflanzen. So bis hierhin. Da wo jetzt meine zwei Finger rausgucken, so bis hier. Heißt, dass das Blatt hier wirklich, das hier, halt ein bisschen. Eigentlich müsste ich zwei abmachen. Ich bin mal ganz ehrlich. Das heißt, die Pflanze hat dann noch zwei Stück. Finden wir das okay? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich muss mal ganz kurz mal nachdenken. Hier ist ein Blatt abgeschnitten. Das war ein Blütenstamm, den habe ich abgeschnitten. Weil ich wollte, dass die Pflanze halt erstmal volle ein bisschen sich um sich und um sich um die Wurzeln kümmert. Also das eine Blatt, das müssen wir hier auf jeden Fall schon abmachen, ne? Weil das ist ungefähr hier und da, wo jetzt mein Finger ist, bis hier wollen wir es eintopfen und das ist mir wirklich zu tief. Das heißt, du kommst hier auf jeden Fall schon mal weg. Zack, Nummer eins. So, was machen wir jetzt mit dem anderen? Das ist irgendwie gefühlt 2 mm höher. Und zwar das Blatt ist hier. Wow, das Blatt ist hier. Und bis hierhin will ich es eintopfen. Wie sieht das Blatt aus? Das Blatt hat hier ein paar Flecken drin. Wie sehen die beiden anderen Blätter aus? Eigentlich ganz okay. Und das Blatt ist wirklich ganz niegelnagelneu hier. Kriegst du was Neues? Nee, weil du das neueste Blatt bist. Gucken wir mal, wie es im Topf steht. Okay, wir lassen es mal dran. Ne, wir machen es ab. Wir machen es ab. Das ist mir zu tief. So. Ja, jetzt können wir das auch richtig schön tief pflanzen. Genau. Ja, sehr schön. So, ich mache jetzt hier wieder ein bisschen Schlecker rein. Und wir sehen uns gleich, wenn die Pflanze wieder voll ist. Jetzt habe ich die letzten Reste von meinem Blähtonsack zusammengekratzt. Ein bisschen habe ich noch, aber ich glaube, noch mal so eine Pflanze schaffen wir nicht. Genau, die Longis emilobum. Hier ist noch das kleine Schätzchen. Das heißt, was mache ich jetzt mit den ganzen Pflanzen noch? Ich spüle jetzt halt einmal durch, ne, damit der Blähton so ein bisschen nass wird und füll die dann halt mit Wasser voll. So. Bibi, bibi, bibi. Und da ist er. Mein kleines Longissimilobumlein. Puh, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet doch gerne nächste Woche Sonntag wieder ein um 10 Uhr, wenn wir wieder irgendwelche Sachen machen. Ich gelobe Content-Besserung, weil ich glaube, das ist ja halt schon das zweite Report with me. Sind da welche Viecher drauf? Nee. Okay. Ja, gut, dass halt auch mal wieder ein paar andere Videos kommen. Ich würde wahnsinnig gerne diese zwei anderen großen Pflanzen aus der Erde holen. Gerade weil ich halt so ein bisschen Schiss habe, dass da ein paar Tripse oder irgendwelche Trauermücken draufsetzen. Ich habe so unglaublich Probleme mit Trauermücken bei mir. Deswegen wollte ich die eigentlich so gerne so schnell wie es geht aus diesem Erdgemisch halt holen. Weil ich jetzt halt auch schon wieder merke, dass da auch wieder so zwei, drei Trauermücken rausfliegen, wenn ich da mit der Hand so ein bisschen über dieses Substrat gehe. Aber geht jetzt gerade nicht, weil
beide Pflanzen zur gleichen Zeit ein neues Blatt gekriegt haben. Deswegen muss ich jetzt halt wirklich warten, bis das Blatt halt so ein bisschen sich ausgerollt hat. Es sind 30 Grad bei mir. Ich schwitze gerade sehr stark. Wir haben jetzt halt alles umgetopft. Wir haben den Hybriden, diese wunderschöne lange Pflanze haben wir jetzt hier umgetopft. Unseren kleinen Knoblauch, eine Alokasia, wo ich versuche, dass ich die irgendwie durchkriege. Unsere Kroatii, nee, das nicht. Das soll nur verdecken, dass hier hinten irgendwie nichts steht. Und unseren Kaffeebaum. Genau. Schaltet doch gerne nächste Woche Sonntag 10 Uhr wieder ein, wo ich hoffe, dass das Video rechtzeitig hochlädt und nicht irgendwie random in der Mitte irgendwo stecken bleibt oder so, so wie es ja letzte Woche der Fall war. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns gleich wieder. Wuff!